Die Französische Revolution ist, wenn man so will, eigentlich eine aus dem Ruder gelaufene Gläubigerversammlung gewesen. Denn man hat die Leute ja eingeladen, einschließlich des Dritten Standes, um das Desaster der Staatsfinanzen zu regeln. Und dabei hat sich aber herausgestellt, dass die Steuerzahler sich selber plötzlich als die Nation definieren. Hast du eine Definition von Steuer? Was ist eine Steuer? Ich glaube, wir werden alle klüger und souveräner, wenn wir eine überzeugende Antwort auf diese Frage besäßen. Denn das deutsche Wort Steuer liefert eigentlich keine Antwort auf die Frage, was es dem tieferen Sinn nach bedeutet. Andere Sprachen sind da etwas aufschlussreicher, wenn man im Englischen von Taxes spricht. Da sieht man eine Schere, die irgendwas abschneidet von einem Band. Oder wenn man den französischen Ausdruck Impôt mit heranzieht, dann sieht man auf jeden Fall so etwas wie einen Stempel, der von oben her auf etwas draufgedrückt wird, was unten liegt. Also, denn das heißt ja wörtlich das Auferlegte. Ja. Wenn man Steuer als Impôt denkt, dann hat man schon eine kleine Transaktionstheorie vor Augen, weil es wenn etwas auferlegt wird, hat man immer eine dreigliedrige Relation, nämlich einen Täter der Auferlegung, nicht wahr? Ein Opfer der Auferlegung und die Maßnahme der Auferlegung. Also man hat dann gleich eine triadische Transaktionstheorie vor Augen. Ich glaube, mit dem französischen Begriff Impôt kommt man der Sache doch relativ schnell nahe. Eben, ich habe mal nachgeschaut, die offizielle Definition lautet wie folgt: Steuern sind eine voraussetzungslose Geldleistung, die dem Staat geschuldet ist. Ja, das ist eine voraussetzungslose Geldleistung, die dem Staat geschuldet ist. So definiert man die Steuer im Geiste des Spätabsolutismus. Ja, das heißt also, der Staat selber ist eine väterlich-autoritäre Instanz, der von Seiten der Kinder bedingungsloser Gehorsam geschuldet wird. Ja. Also diese Definition ist insofern sehr kostbar, weil sie mit einer seltenen Freimütigkeit die spätabsolutistische, um nicht gerade sozusagen feudale Definition der Steuer ausspricht. Nicht? Eine liberale, ebenfalls auch transaktional orientierte Definition der Steuer würde ja sagen, Steuern sind Preise für Staatsleistungen. Ja, da kommen wir natürlich schon auf ein völlig anderes Gelände, denn in dem Augenblick, wo der Preisgedanke in die Steuerdefinition mit einfließt, entsteht ein völlig anderes Klima, ein republikanisch oder liberales Klima, in dem nicht der Bürger dem Staat etwas schuldet, sondern der Staat ist selber ein Transaktionspartner, der seinen Mitgliedern eigentlich in einem fast genossenschaftlichen Sinne Leistungen erbringen muss, für die er tatsächlich nach der Preisdefinition bezahlt wird. Nicht? Es gab in den 30er Jahren in den USA einen sehr beliebten Richter mit dem schönen Namen Wendell Holmes, der bekannt wurde für einen Ausspruch, der sinngemäß etwa so lautet, dass Steuern eben das sind, was wir bezahlen für das Leben in einer angemessenen Gesellschaft. Ja. Taxes are what we pay for a decent society. Das ist ein
ein Spruch, der übrigens auch auf der Steuerbehörde in Washington über die, im Giebelfeld zu lesen ist. Und auch das ist eine teilweise schon modernisierte Definition. Erstens, weil der Begriff Zahlung in ihr enthalten ist. Und Zahlungen werden ja eigentlich in der Regel eben in Bezug auf Leistungen, auf erwiesene Leistungen geleistet. Und es ist der Ausdruck Decent Society mit im Spiel. Und das heißt, dass menschenwürdige Leben, ja, ist selber ein Gut, das mit einem Preis bezeichnet werden kann. Und das Interessante an der Definition ist, dass in dem Augenblick, wo das Wort menschenwürdig bzw. decent verwendet wird, darf man mit der Unterstellung eines Konsensus arbeiten. Nicht? Ansonsten, es ist nichts Auferlegtes mehr, sondern es ist etwas, was an die Spontaneität des Urteils über das, was decent sein soll, appelliert. Ne? Mit anderen Worten, auch da sind wir ein Stück weit von der obrigkeitlichen Auslegung des Steuergeschehens entfernt. Ne? Andererseits, gerade auch im Blick auf die Vereinigten Staaten, werden Steuerhinterziehungen oder Unregelmäßigkeiten als kriminelle Handlungen eingestuft, in einem noch viel strengeren Ausmaß als bei uns, ne? Sodass man guten Grund hat zu glauben, dass in all diesen schönen Versicherungen doch noch die stählerne Hand des paternalistischen Staates, also unter dem Samthandschuh der liberalen Formulierungen sich bemerkbar macht. Ja. Ich habe mir kurz notiert, ich habe all deine Texte zum Thema gelesen. Du kannst das dann ein bisschen ordnen. Also zuerst waren ja Steuern Tribute der eroberten Völker an die Eroberer. Und im Mittelalter wurden Steuern dann von Fall zu Fall erhoben, aufgrund außergewöhnlicher Umstände. Und erst später ist der moderne Fiskalstaat aus der Fiktion des permanenten Notstands entstanden, oder? Vielleicht könntest du auf das eingehen. Und die andere Geschichte, im Grunde genommen habe ich mir überlegt, könnte man ja sagen, die amerikanische und die französische Revolution waren Revolutionen gegen die Steuerherrschaft der Obrigkeit. Ja, die Geschichte der Steuerzahlungen ist ungefähr so alt wie die Geschichte der Königsherrschaften. Das heißt, es reicht etwa bis in eine historische Tiefe von etwa 5000 Jahren zurück. Die ältesten Hinweise darauf, auf so etwas wie Tributzahlungen von unterworfenen Völkern an die Sieger aus vorangegangenen Kriegen, die geben eben einen Hinweis darauf, dass die Urgeschichte der Steuer in der Plünderung zu entdecken ist. Das ist ganz klar. Also, und man könnte eigentlich die ganze Geschichte der Steuer von der ältesten Zeit bis in die Gegenwart sozusagen unter der Überschrift Kritik der reinen Plünderung vorfinden. Und das heißt, die Transformation der Plünderung in einen sinnvollen Tribut beziehungsweise in ein sinnvolles Opfer an die Allgemeinheit. Ja, ist, wenn man so will, der rote Faden, an dem entlang man die Geschichte solcher Einzahlungen in die Gemeinwesenkasse erzählen könnte. Für europäische Verhältnisse ist es, wenn man mal die griechische-römische Episode beiseite lassen, ist das Mittelalter insofern wichtig, weil man dort den Übergang von einer Reisemonarchie, einer mobilen Monarchie, einem Königtum ohne Residenz zu einer neuartigen Form von
Königsherrschaft beobachtet, die Residenzen hat und Residenzen und stehende Heere. Das alte Königtum hat seine Vasallen zur Heerfolge verpflichtet für bestimmte Zeiten und hat sie Vasallen auch verpflichtet, den reisenden König zu beherbergen. Also es waren die Beherbergungspflicht und die Heerfolgepflicht waren, wenn man so will, die Grundformen der Steuern, soweit sie von den hohen Herren selber mitzuleisten waren, durch das Vassalitätsverhältnis zu ihrem Herrn. Dass diese sich allmählich dann zu einer regelmäßigen Zahlung verselbstständigt hat, liegt auf der Hand, eben aufgrund dieses Umstandes, dass der Staat vom ersten Tag seiner Existenz an verschuldet war. Ja, also es hat nie einen nicht verschuldeten Staat gegeben, denn der Staat ist selber eigentlich nur der Überbau über einer permanenten Verschuldung. Es gibt bei dem großen Historiker Kantorowicz in seinem Buch Die zwei Körper des Königs sehr interessante Ausführungen über den Zusammenhang zwischen der Vassalität und dem Fiskus, denn der Fiskus ist ursprünglich ja die Privatschatulle oder der Hausschatz des Fürsten. Und wenn der Fürst stirbt, erlöschen alle persönlichen Eidleistungen in Bezug auf seine Person, denn der Lehnsnehmer, also der Vasall, legt ja symbolisch, aber auch materiell sein Leben, seine Hände, alles, was er ist, in die Hände des Herrn und empfängt dann von ihm sein Leben zurück in Gestalt eines Lehens. Ja. Die Tendenz der Fürsten, solche Lehensvergaben einzudämmen und sie durch Geldleistungen zu ersetzen, ist deswegen so bedeutsam geworden für die europäische Entwicklung, weil die Fürsten, die höchsten Herren auf jeden Fall, die echten Feudalherren, mit der Zeit begreifen mussten, dass in diesem Belohnungssystem des Lebenswesens der König sich ständig selber schwächt. Das kann ja nicht sein Interesse sein. Im Gegenteil hat der König ja ein Interesse daran, sich selbst zu bereichern und zu stärken und seine eigene Macht auszubauen, statt die seiner Vasallen zu vermehren. Aber wenn er nur das Vermehrungsmittel des Lehens hat, also dass er Land und Herrschaft vergibt, dann schwächt er sich selbst. Das ist der systemische Hintergrund dafür, dass seit dem 13., 14. Jahrhundert in Europa es zu einer Art Allianz zwischen dem Bürgertum und dem Königtum gekommen ist. Ja. Denn das Bürgertum leistet seine Steuern in Form von Geldabgaben und das feudale Belohnungssystem wird durch die Geldwirtschaft abgelöst. Also das ist das überwältigende Interesse des Staates daran, Einnahmen in Geldmitteln zu erhalten und nur im äußersten Notfall pfändet man das Getreide und das Vieh des armen Bauern. Also jetzt konnte ich nicht ganz folgen. Also wir haben das Vasallensystem. Der König vergibt ein Lehen an die Vasallen. Also das heißt Land. Land und Herrschaftsrechte. Land und Herrschaftsrechte. Und die schulden ihm dann Erträge, aber kein Geld. Ja, sie schulden ihm in erster Linie die Heerfolgepflicht, wenn es um Angelegenheiten des Reiches geht. Und sie schulden ihm die Beherbergungspflicht, wenn er auf seinen Reisen bei ihnen Station macht und bei ihnen die Gerichtstage abhält. Aber wovon lebt dann der König denn? Eben von diesen Einnahmen, entweder aus seinem eigenen Grund und Boden, auch von den Reichtümern seines Familienbesitzes und von den geschuldeten Leistungen der Feudalherren. Und um sich von denen mehr und mehr zu emanzipieren, wendet sich der Monarch notgedrungenermaßen mehr und mehr an die Leistungen der Städte. Ja, also es entsteht ein systemischer Zusammenhang zwischen dem Fürsten, der sich mit der Zeit eine stehende Armee, eine Residenz und eine permanente Verwaltung leisten kann, insbesondere eine Finanzverwaltung und ein permanentes lokalisiertes Rechtswesen, das aber nicht mehr seine eigene Anreise
voraussetzt, sondern dass die Beschuldigten oder die Klagenden kommen lässt. Das ist eine total andere Denkweise, während ja noch in Großbritannien und in vielen anderen Teilen der Welt in mittelalterlicher Zeit die Friedensrichter sich selber an den Ort der Streitigkeit begeben haben und noch kein fester Hof da war und keine feste Verwaltung, vor die man die Streitparteien vorladen konnte. Also der Monarch, der Fürst hat sich mit dem städtischen Bürgertum verbunden gegen die Vasallen eigentlich. Ja, genau, um sich gegen die Eigenmacht der Vasallen abzuschirmen. Und damit werden aus den Königtümern entwickelt sich im Gang der europäischen Geschichte die Nationalstaaten. Und der Sonderfall Italiens zeigt, dass das Scheitern einer solchen Nationalstaatsbildung eben einen totalen Sonderweg hervorbringt, weil, wie Machiavelli immer auch so bedauert hat, Italien hat keinen König hervorgebracht, aber ein Dutzend Fürstenhöfe, die allesamt sozusagen eine Königsfunktion, nämlich das Mäzenat, im Übermaß ausgeübt haben. Ja. Und deswegen haben wir dazu sozusagen einen Pluralismus von Städten, die allesamt für die Hauptstadtrolle hätten kandidieren können. Von Venedig über Mailand, Mantua, Padua, Turin und so weiter. Überall, Florenz nicht zu vergessen und Pisa, überall haben sich so lokale Herrschaften entfaltet mit dem ganzen kulturellen Überbau, der für eine anspruchsvollere, sozusagen überhöhte Machtausübung nötig gewesen wäre. Übrigens, der Vatikan hat in dem Punkt ja sich genauso verhalten wie ein normaler Territorialstaat. Eine Stadt mit Hinterland, wie es in Italien der Fall war. Aber es hat nicht das gegeben, was man zum Beispiel exemplarisch in England und Frankreich gesehen hat, auch in Spanien, so einen Zentralisierungsprozess, dass am vom 15. Jahrhundert an eine Krone für ein Reich existiert hat. Kannst du diesen Zusammenhang noch mal kurz ausführen? Also wir sind noch immer in der Geschichte, also dieser Übergang von Steuern, die unter besonderen Umständen erhoben wurden, zu den Steuern, die ständig erhoben wurden, weil sie eben aus der Fiktion eines permanenten Notstands hervorgegangen sind. Das hast du mal schön beschrieben in einem Aufsatz, den habe ich noch gebracht. Ja, ja. Erinnerst du dich daran? Kannst du das kurz ich weiß, beschreiben? Das ist eigentlich die Formulierung, ist bei Kantorowicz zu finden, das ist sehr elegant, weil er diese trotzkische Formel von der permanenten Revolution in den permanenten Notstand des Staates umformuliert, woraus sich die Folgerung ergibt, dass der Staat für sich selber ständig Ausnahmeregeln in Anspruch nehmen muss. Ja? Weil vom Notstand aus kannst du keine bloße Routine Maßnahme ergreifen, ja? Sondern weil eine Necessitas perpetua gegeben ist, ist auch sozusagen, wird auch die Sonderabgabe auf Dauer gestellt. Und dieses Paradoxon wird vom modernen Steuerwesen so sehr neutralisiert, dass die Menschen inzwischen allesamt tatsächlich glauben, dass es zum permanenten Notstand des Staates gar keine Alternative gibt. Ja. Das führt zu dieser bekanntesten Formulierung auf diesem Feld schlechthin. Nicht? Und Benjamin Franklin hat ja kurz vor seinem Ende einen Brief an einen französischen Freund geschrieben, in dem er sagt, in dieser Welt kann nichts für wirklich sicher gelten, außer dem Tod und die Steuern. Akzent war dann eigentlich immer der, dass ich sagte, schau mal an, wie weit die Menschen gebracht werden können, dass sie sozusagen die Steuern und den Tod sozusagen in dieselbe Resignationsklasse, also die beiden, die analoge Unvermeidlichkeit
einordnen. Ne? Statt sich auf den Weg zu machen und auf die Suche nach dem Land ohne Steuern, nicht? In dem Fiskalparadies, bleiben sie alle zu Hause sitzen und sagen, ja, das ist, der Tod kommt und die Steuer kommt auch. Ja. Genau. Ja, und zudem hat übrigens Margaret Mitchell in Vom Winde verweht noch eine dritte Größe hinzugefügt, indem sie gesagt hat, Tod und Steuer kommen immer zur Unzeit, aber Kinder kriegen auch. Sagt sie Childbirth, ja, sagt sie, Death, Taxes and Childbirth never come at the proper time. Ja. Waren die französische und die amerikanische Revolution eigentlich Steuerrevolutionen im Sinne von vor dem Fiskus sind alle gleich? Könntest du dazu was sagen oder wollen wir das überspringen? Nein, das waren die französische Revolution war sicher eine Steuerrevolution und zwar unter dem Aspekt, dass die Verschuldung des Hofes so hoch war, dass ohne einen Sonderparteitag der Nation, nicht, diese Schulden nicht mehr hätten bezahlt werden können. Aber es ist eine, die Französische Revolution ist, wenn man so will, eigentlich eine aus dem Ruder gelaufene Gläubigerversammlung gewesen. Denn man hat die Leute ja eingeladen, einschließlich des dritten Standes, um das Desaster der Staatsfinanzen zu regeln. Und dabei hat sich aber herausgestellt, dass die Steuerzahler sich selber plötzlich als die Nation definieren. So war das aber nicht gemeint, ja? Sondern sie sollten ja als Steueruntertanen sich zusammentun. In Wirklichkeit haben sie sich zusammengetan, um auch die Kirche und den Adel zum Steuerzahlen zu zwingen. Ja? Wir haben die Revolution nur unternommen, um Herren über die Steuer zu werden, hat einer der Abgeordneten in der Assemblée Nationale einmal freimütig zu Protokoll gegeben. Ich habe mir sogar den Namen notiert, dieses Herrn. Mhm. Der hieß Marc-Antoine Lavie. Ja, nein, ja, gut. Super, wie du dich erinnerst, unglaublich. Und in der Verfassung hieß es dann, für den Unterhalt der öffentlichen Gewalt und für die Aufgaben der Verwaltung ist eine allgemeine Steuer vonnöten. Sie ist gleichmäßig auf alle Bürger zu verteilen, nach Maßgabe ihrer Vermögen. Also Verfassung von 1791. Alle müssen Steuern zahlen, nach Vermögen. Also die Progression wurde da schon mitbedacht. Ja, nicht unbedingt als Progression, aber... Oder sagen wir die Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit wurde gesehen. Also wenn man sagt, 10% von einem kleinen Einkommen ergibt halt einen kleinen Steuerbeitrag, 10% von einem großen Einkommen ergibt einen großen Steuerbeitrag. Ich glaube, es ist noch keine Stufenprogression in dem Sinne vorhergesehen gewesen. Überhaupt waren die Steuersätze im 19. Jahrhundert relativ gemäßigt. Ich erinnere mich an einen Vorgang in England in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, als die junge Königin Victoria sich wochenlang mit der Frage gequält hat, ob man nicht zu weit gegangen sei, als man eine Einkommensteuer von 3% eingeführt hatte. Übrigens auch in den orientalischen Kulturen, etwa im Islam, waren die Steuersätze relativ mäßig. Man musste, glaube ich, wenn man 100 weibliche Kamele hatte, musste man, glaube ich, 5 abgeben oder 3 Hengste. Oder von 100 Schafen 3 oder 4. Das würden wir alle gerne zahlen, nicht? Eine Progression bis zum jetzigen Niveau, ja, hat kein Politiker des 19. Jahrhunderts auch nur von Ferne zu erwägen vermocht. Ja. Und dies trotz einiger wichtiger antizipatorischer Prognosen, die etwa bei Adolf Wagner, dem bekannten sogenannten Kathedersozialisten, zu der Formulierung des Wagnerschen Gesetzes geführt haben, nämlich das Gesetz von der wachsenden Ausdehnung der Staatstätigkeit, das dann auch
die wachsende Ausdehnung der Fiskaltätigkeit impliziert. Würdest du auf dieses Gesetz im Grunde genommen eben die Zunahme der Steuerquote von 3-50% oder zum Teil sogar mehr zurückführen wollen? Oder warum ist das so gewachsen? Im 19. Jahrhundert konnte man sich das nicht vorstellen. Heute eben nehmen wir es als natürlich gegeben hin. Kannst du diese Entwicklung kurz nachzeichnen? Wie ist das überhaupt denkbar? Also die Entwicklung von relativ niedrigen Steuersätzen zu sehr hohen Steuersätzen lässt sich erklären aus der Tatsache, dass vom 19. Jahrhundert an die Idee der nationalen Solidargemeinschaft immer weiter intensiviert worden ist. Das heißt, da wo früher die Kirche das tiefere Verwandtschaftssystem zwischen Menschen zu begründen schien, weil sie ja Christen sind und getauft, was sie übrigens in Kriegen nicht daran hindert, aufeinander zu schießen, wird vom 19. Jahrhundert an, vor allem mit der Levée en masse, das heißt der allgemeinen Mobilmachung und der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, da wird sozusagen eine Art Nationalisierung des Volkes durchgeführt und auch eine Nationalisierung der Armut. Und von dort her ergeben sich dann Notwendigkeiten zur Ausdehnung der Staatstätigkeit in Richtung auf den Sozialstaat. Wenn Bismarck solche Gesetze eingeführt hat, dann bestimmt nicht deswegen, weil er aus seiner alten grundherrschaftlichen Fürsorgepflicht gegenüber den Leibeigenen jetzt Folgerungen zieht für die Arbeiterfürsorge des 19. Jahrhunderts, nicht, sondern weil er ganz deutlich gespürt hat, dass der soziale Zusammenhang selber auch im Sinne der Revolutionsprophylaxe es notwendig macht, dass so etwas wie ein minimaler Solidarzusammenhang gestiftet wird, auch mit monetären und fiskalischen Mitteln. Nicht? Und naja, und dann ist natürlich die Grundstimmung ohnehin, die unter dem Druck des Marxismus, unter dem Druck der frühsozialistischen Slogans Eigentum ist Diebstahl, wird die Gesinnung der Umverteilung ganz allgemein viel, viel populärer, als sie jemals war. Nicht? Und der Gedanke, dass man das, was die Reichen gestohlen hat, ja, im Modus eines legalen Gegendiebstahls zurückholen könne, findet sehr viel Anhängerschaft. Ne? Nebenbei gesagt hatte ja schon im 13. Jahrhundert Thomas von Aquin das Paradoxon der Steuer auf den Begriff gebracht, als er davon sprach, dass es sich dabei um ein Furtum Legale handelt. Also um ein vollendetes Paradoxon, nämlich um einen Diebstahl, der aber gleichzeitig gesetzmäßig rechtens geschieht. Also, aber das war, da war die ganze Härte des Gedankens noch lebendig. Ja? Das heißt, der Furtum ist kein harmloser Ausdruck. Ja? Und diese Paradoxie begleitet natürlich die ganze Steuergeschichte über die ganze Länge ihrer Ausdehnung. Und das paradoxe Empfinden, ne, bleibt eigentlich ständig erhalten, ausgenommen in den Kulturen, in denen die Menschen das Empfinden haben, dass die Steuer tatsächlich der Preis ist, den wir für das dezente oder das angemessene Leben zahlen. Also, und dann verwandelt sich die Steuer von einer Schuld gegenüber dem Staat in eine Gabe an das Gemeinwesen. Diese Transformation ist unvollendet, um das Wenigste zu sagen. Nicht? Also wir leben immer noch in einer Zeit, wo viele Leute vor der Steuer fliehen, auch Wohlhabende, die es eigentlich nicht nötig hätten, die fliehen aus dem Gefühl heraus, dass sie nicht einsehen, warum sie es geben sollten. Sie spüren offenbar die vornehme Komponente im Geben nichts, sondern sie spüren nur die unvornehme Komponente im Erdulden einer Plünderung. Und solange diese
psychopolitische Asymmetrie existiert, wird es eben Steuerflüchter geben. Aber wenn zum Beispiel Steuerzahlen als hohe Ehre gelten würde, ich möchte sehen, wer vor der Ehre flieht. Wenn ein Sportler sagen würde, ich möchte alles, nur keine Goldmedaille. Warum hat diese Transformation noch nicht stattgefunden? Woran krankt es? Sie hat teilweise stattgefunden, aber eben in einer sehr unvollkommenen Form. Wir haben vor ein paar Jahren in den USA so eine Initiative reicher Leute erlebt, unter dem Titel The Giving Pledge, was sowas wie eine Spendenverschwörung, nicht? Oder eine Assoziation zur Selbstenteignung reicher Leute. Auf der Spur eines calvinistisch motivierten Gebergedankens, der spätestens bei Andrew Carnegie klassisch formuliert worden war. Nicht? Er sagt, dass wer als reicher Mann stirbt, hat sein Leben mit Schande bedeckt. Ja, he who dies as a rich man has disgraced his life. Ja. Und deswegen hatte er ja, nachdem er sein Imperium aufgebaut hatte, fast alles wieder dann in Form von Stiftungen veräußert und wollte also auf jeden Fall seine Kinder nicht verderben durch exorbitante Erbschaften. In der Schweiz bezahlen die Top 10% der Einkommensbezüger über die Hälfte der Steuern. Wir haben ja so eine Datenbank veröffentlicht. Die Zahlen sind über alle Zweifel erhaben. Also die 10% der Einkommensbezüger, die oberen, bezahlen über die Hälfte der Steuern. Das ist beachtlich. Warum nehmen Sie das hin? Und denken dann wieder ganze Sätze. Warum nehmen Sie das hin, ohne zu murren? Und warum führt das nicht auch zu einer Dankbarkeit von jenen, die eben nicht so viel zahlen? Also wo sind hier die psychopolitischen Probleme irgendwie begraben? Ja, die Stellschrauben liegen eigentlich vor allem eben in der oberen Mitte. Die obersten 10% zahlen die Hälfte und die oberen 20% zahlen 70% so tendenziell. Auch in Deutschland gibt es solche Erhebungen. Und dabei spielt die Unterscheidung zwischen Einkommensteuer und Umsatzsteuer keine so große Rolle, wie man oft behauptet in solchen Diskussionen, weil man immer darauf hinweist, dass ja alle anderen auch die Umsatzsteuern oder das sogenannte Mehrwertsteuer bezahlen. Es sind beide Male die gleichen Gruppen. Nicht? Diejenigen, die bei den Umsatzsteuern die größere Intensität, Konsumintensivität an den Tag legen, sind zugleich auch die bei der Einkommensteuer vorne liegen. Nicht? Also diese beiden Aspekte kann man zuerst unterscheiden, aber dann wieder aufeinander zuführen. Aber der Arme-Reich-Gegensatz ist insgesamt innerhalb der menschlichen Populationen so archaisch, ja, und so tief verankert. Und überhaupt das Haben als existenzial, ja, ist so tief in die Personen eingeprägt, nicht? Dass schon relativ kleinere Differenzen an Wohlstand Menschen voneinander entfremden können. Und wenn es um die Kluft von Arm und Reich im strengeren Sinn des Wortes geht, da gibt es fast überhaupt keine Brücke. Ne? Und von den Ärmeren aus ist die Einfühlung, die Empathie der Ärmeren ist in der Regel von Ressentiment getrieben. Das ist das. Sie fühlen sich schon ein in die Reichen, aber unter dem Vorzeichen der Missgunst. Und diese Empathie auf Abwägen ist eine psychologische, psychopolitische Großmacht, mit denen alle Staaten umgehen müssen. Nicht? Und es ist ein Teil der allgemeinen politischen Staatsklugheit, die Reizbarkeit dieser Affekte nicht zu unterschätzen. Ne? Und wir haben ja auch in Deutschland einmal pro Jahr immer so eine Art Autodafé, wo jemand, der zu viel verdient hat, auf offenem Marktplatz verbrannt wird. Ja, das zurzeit diese Frau Schlesinger, die ehemalige
Intendantin von ARD und RBB. Nicht? Die wird im Moment im Modus der klassischen mittelalterlichen Hexenjagd abgefragt. Wird, ja. Aber es ist eigentlich irrational, weil ja die Gutverdiener, die Leistungsträger einen Gutteil des Gemeinwesens finanzieren. Das heißt, wenn die weniger arbeiten oder wegziehen, dann bekommen ja die, die weniger bezahlen, viel weniger. Das Argument, dass sozusagen die starken Einkommensbezieher viel für die Gemeinwesenkasse leisten, kommt in der allgemeinen Debatte nicht vor. Das muss man als allererstes konstatieren. Nicht? Alle regen sich darüber auf, dass Frau Schlesinger 300.000 Euro im Jahr verdient hat und jetzt kommt noch heraus, dass sie sogar noch einen Bonus bekam, nochmal 50.000 dazu, dass sie die Hälfte davon dem Fiskus abtreten musste, wird nicht erwähnt. Es wird nur ihre eigene maßlose Gier öffentlich gegeißelt und das bedeutet aber aus der psychologischen Perspektive natürlich die reine Projektion, ja, die Einfühlung in die Gier des anderen, ja, ist ja der beste Weg, der Königsweg zur Missgunst. Ja, wenn ich also mir den anderen als jemanden vorstelle, der noch gieriger ist als ich, ja, dann kommt sozusagen das moralische Verwerfungsurteil ganz spontan hervor. Ja. Du hast einmal unseren modernen Staat folgendermaßen definiert, nämlich als steuerstaatlich zugreifenden Semisozialismus auf eigentumswirtschaftlicher Grundlage. Was genau hast du damit gemeint? Ich gehe ganz allgemein davon aus, dass die Verhältnisse, unter denen wir leben, in unserer sprachlichen Beschreibung fast nie adäquat abgebildet werden. Ja, wir sprechen in sehr vielen Zusammenhängen über Demokratie etwa und verschweigen dabei aber, dass die Hälfte der Demokratie Fiskokratie ist und divergieren. Und mir scheint das insbesondere sozusagen für die Gesamtdeutung unseres Modus vivendi zu gelten. Nicht? Alle Welt ist sich darin einig, dass wir in einem entfesselten Kapitalismus leben. Meine Beschreibungen, wenn ich mir Zeit nehme, die Dinge in Ruhe anzusehen, enden bei einem ganz anderen Bild. Ich sehe eben eine semisozialistische Gesellschaftsstruktur, die auf einer stark ausgebauten Fiskokratie beruht. Die Fiskokratie setzt wiederum natürlich die eigentumswirtschaftliche, das heißt also sogenannte kapitalistische Wirtschaftsweise, voraus. Diese wiederum ist eine Fehlbeschreibung für ein kreditgetriebenes System aus Allianzen zwischen Arbeit und Innovation. Ne? All das wird mit dem herkömmlichen summarischen Kapitalismusbegriff eben nicht richtig gefasst. Ne? Und das ist, glaube ich, der Grundwiderspruch unserer Zeit. Wir benutzen die falschen Wörter und man kann gar nicht oft genug wiederholen, dass wir nicht in einem entfesselten Kapitalismus leben, sondern dass die realen Zustände, eben durch den hohen Anteil der Sozialdemokratisierung, die das 20. Jahrhundert gebracht hat, ein realer Semisozialismus ist. Ja. Und dass er nur eben ein halber Sozialismus ist, wird von vielen, die sich als Sozialisten verstehen, als unerträglicher Missstand interpretiert, ohne Rücksicht darauf, dass wenn es in einen hundertprozentigen Sozialismus überführt würde, die Quellen, aus denen die semisozialistischen Reichtümer kommen, wahrscheinlich versiegen würden. Nicht? Das wäre ja so, wie wenn man sozusagen ein Auto dadurch beschleunigen wollte, dass man den Motor entfernt. Nicht? Man hört in den typischen sozialistischen Forderungen
etwas von einer analogen Paradoxie heraus. Ja. Entfernt den Motor und dann wird alles viel, viel besser rollen. Wir haben noch einen schönen Satz, den ich auch immer gerne zitiere, der von Bastiat. Mhm. Weil er sagt, der Staat, 1848, der Staat, das ist die große Fiktion, dank welcher jedermann auf jedermanns Kosten zu leben versucht. Also da ist auch diese Tendenz gut erfasst, die mit dem Auftreten der Staatlichkeit kommt, nämlich dass Umverteilung die Seele der Politik wird. Ne? Und das aber immer unter einem ganz klaren Aspekt, das ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, es ist immer Revolutionsprophylaxe. Das heißt, die Leute müssen mit Konsum ruhig gestellt werden. Ja? Oder wie es bei Büchner heißt, in Dantons Tod, ein Huhn in den Topf jedes Bauern und die Revolution bekommt den Schlaganfall. Sehr schön, ja. Gutes Schlusswort. Das Danton, ja.